Hallo, ich grüße euch. Ja, hier habe ich meinen Terrano hier in Paraguay. Hier habe ich etwas erreicht, was ich hätte längst schon mal mir vornehmen sollen. Und hier seht ihr einen Unterschied, den wir zur Frontscheibe, die auch schon ausgetauscht ist gegen eine neue, weil die alte war wirklich völlig verkratzt. Hier seht ihr einen Unterschied. So, und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite und zeige ich euch mal, was ich euch zeigen wollte. Weil ich dachte, es wäre jetzt richtig kompliziert. Ihr seht auch jetzt hier, ja, hier sieht es auch noch. Aber hier zur Frontseite seht ihr, ist schon ein bisschen anders. Ja, ich meine, die Folie, die hier draufgeklebt worden ist, ist Gott sei Dank halt drinnen. Jetzt muss ich mal eben sehen, dass ich das Fenster jetzt runterfahre noch ein Stück, gucken, Zündung und dann, okay, hier kann ich ja runterfahren ein Stück, so, das reicht, die Zündung raus und ja, das ist Gott sei Dank eine einfache Folie, da bin ich einfach mit so einem Spachtelteil, das ist hier eigentlich für den Maler, für Ölmalerei, da kann man also Ölfarben mit auch spachteln sozusagen, streichen. Seht ihr hier? Er ist bei dieser Folie wunderbar abkriegen und abziehen. Mal gucken. Natürlich ist es hier in den Spalt noch ein bisschen rein und natürlich unten. Wenn ich unten dann es rausgezogen habe, muss ich die Fallscheibe natürlich komplett hochfahren. Hier seht ihr natürlich, dass er Gott sei Dank einen Rand in dem Sinne gelassen hat, aber ist wahrscheinlich auch dann so gedacht auch vom Hersteller. Hier wird es natürlich auch wieder ein bisschen in den Spalt reingegangen sein. So, gucken wir mal, ob ich es hier genauso gut wegkriege wie auf der anderen Seite. Vor allem noch gleichzeitig mit Filmen. Das ist immer so eine Sache mit Filmen noch gleichzeitig. Habe ich hier nur eine Hand zur Verfügung. Das ist immer problematisch. So. Am besten werde ich auch irgendwie so eine Pinzette, aber ich probiere es mal jetzt mal hier. So. Und jetzt würde ich sagen, ja, hier seht ihr schon, Ungeduld ist immer ungünstig. Ich ziehe mal jetzt mal hier weiter. Ja, blöd ist, dass ich jetzt wirklich noch Filme dabei. Okay. Ihr seht, es ist sehr, sehr einfach. Also ihr müsst nicht immer Pech haben. Kann ja auch sagen, die Folie vielleicht noch nicht so lange hier drauf geklebt worden ist. Also drin drauf, kann ja auch sein. Das ist natürlich auch eventuell auch ein Grund, warum ich das einfach kriege. Aber es ist einfach zu dunkel. Also wenn ich jetzt nachts hier unterwegs bin, sehe ich so gut wie nichts mehr. Also lebensgefährlich. Die Folie ist einfach viel zu dunkel. Ihr seht ja auch den Unterschied. Hier seht ihr da. So muss man es eigentlich halten. Hier ist das was. Also nachts sehe ich dann wirklich fast nichts mehr. Und das ist dann zu gefährlich. Also ich habe jetzt wirklich, bin dann mitunter runtergefahren und Fensterscheiben bin ich dann gefahren, weil ich einfach nichts mehr gesehen habe. Und das geht einfach. Also wenn, dann kann man sich mal eine Folie besorgen, die halt nicht so dunkel ist wie diese hier. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir das hier gut wegkriegen. Achso ja, ich muss jetzt mal das Fenster wieder hochfahren, aber dafür müsste ich auch hier rechts mal ein bisschen weiterkommen noch. Gucken, ob ich es jetzt hier noch mit Kamera in der Hand hinkriege. Egal, jetzt erstmal. Ja, am besten hätte ich immer so eine Spachtel, so eine Pinzette zu haben. Ich probiere es einfach also mit den Fingern jetzt. Das habe ich nämlich auch bei dem anderen. Ja, ich muss aufpassen, dass ich die Kamera noch dahin halte. Aber eigentlich ist die Sache auch so wieder so, ich brauche das ja nicht weiter zeigen, eigentlich. Weil, seht ihr, es geht ja. Aber ich muss gucken, dass es hier unten nicht einreißt. Ich muss ein bisschen mehr nach oben ziehen, nach der Seite. Ja, also oben mehr, noch so ein bisschen nach links, aber halt mehr nach oben ziehen sozusagen. Heißt jetzt sozusagen auch Rott. So, und jetzt eben die Zündung wieder rein. Weil ich will jetzt hier nicht, ich habe mit meiner Elektronik hier im Auto Probleme. Da haben sie auch viel verbastelt in dem alten Terrano von angeblich 97. Aber keine Ahnung, was das wirklich für ein Jahrgang ist. So, werden wir jetzt hier wieder hochmachen. Das heißt, jetzt ist hier angesaugt sozusagen. Dann mal hoch machen. So, und jetzt hoffen wir das mal. Genau, ihr seht, klappt das hier rein. Klappt wirklich das hier rein. Die ganze Folie ab. Wie gesehen, also es ist auch bisher so statisch aufgeladen. Mhm. Gut, jetzt habe ich hier, glaube ich, bei den hinteren Türen auch noch
getönt, aber nicht so dunkel. Nee. Also liegt nicht so dunkel. Deswegen. Dann lasse ich hinten. Hinten ist ja okay. Aber nicht hier vorne, das war mir zu dunkel. Okay, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem, oder viel Erfolg, besser gesagt, bei eurem, wohl bei eurem Folien entfernen und austauschen vielleicht. Ciao, ciao.